Ich würde gerne mit Ihnen über TTIP sprechen. Sie beschäftigen sich natürlich im Moment auch ganz stark damit. Jetzt sind Sie auch gerade in Berlin. Es geht, ja, Sie haben es gelesen, das geleakte die Dokumente, davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus, und zeigen im Endeffekt jetzt auf, eben mit ATTAC zusammen, was für Nachteile dadurch entstehen und was eigentlich wirklich passieren sollte, wenn es zu diesem Abkommen kommt. Also es geht allein um Konzerninteressen, es geht nicht um das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger. Das kommt da ganz klar aus diesem Schreiben hervor. Können Sie das kurz nochmal für uns zusammenfassen? Wenn wir jetzt gerade diese Positionen, die in diesen geleakten Dokumenten uns betrachten, dann sieht man sehr genau, dass zum Beispiel von der europäischen Seite ein sehr starkes Interesse daran ist, die Autoindustrie halt eben dort im Fokus halt eben zu nehmen, halt eben für die europäische Autoindustrie den US-amerikanischen Markt zu öffnen. Auf der anderen Seite verlangt die US-Seite einerseits halt eben das Klagerecht in der Form, wie wir es die ganze Zeit im Prinzip halt eben beschrieben haben und auch die Gefahren beschrieben haben, dass es eine Paralleljustiz ist, dass es praktisch die bestehenden Rechtssysteme aushebelt. Und es gibt dort eine sehr klare Position, dass sie auf alle Fälle halt eben eine Öffnung des Agrarmarktes wollen, auch mit Bereichen, wo es um Gentechnik und Hormonfleisch und andere Bereiche geht. Es sind zum Beispiel ein paar Bereiche, die da sehr deutlich zu erkennen sind. Auf der anderen Seite fordert die US-Seite zum Beispiel sehr klar eine regulatorische Kooperation. Das heißt, dass halt eben auch Konzernvertreter im Einfluss haben auf die Gesetzgebung schon im Vorfeld, bevor solche Gesetzgebungstexte oder Verordnungen in die Parlamente kommen. Das sind jetzt mal ein paar Punkte beschrieben, die da sehr deutlich worden sind, und das sind Kritikpunkte, die wir die ganze Zeit auch so benannt haben. Was schlägt denn ATTAC jetzt vor? Diese Verhandlungen gehen ja irgendwie weiter, auch außerhalb das, was die Bevölkerung jetzt weiß und aber auch eben eigentlich bestätigt jetzt bekommen hat, weil die Befürchtungen, dass es genau so sein wird, hat es ja schon die ganze Zeit gegeben. Was können wir jetzt konkret tun, dass sich vielleicht etwas an dem Abkommen ändert? Also ich denke, man muss sehr deutlich sagen, man kann hier nicht irgendwo jetzt im Laufe der Verhandlungen noch ein paar Reformen durchführen, um das Ganze irgendwo noch zu retten, sondern wir sagen, diese Verhandlungen gingen komplett in die falsche Richtung. Das ganze Handelsmandat war total falsch ausgerichtet. Es war eben ausgerichtet halt eben für wirtschaftliche Interessen und nicht ausgerichtet auf Sozialstandards, Umweltstandards und viele andere Dinge, die ja einfach für die Menschen halt eben wichtig sind. Und deswegen sagen wir sehr deutlich, diese Verhandlungen müssen gestoppt werden. Und dann muss man sich mal öffentlich halt eben darüber auseinandersetzen, was eigentlich eine sinnvolle internationale Regelung sein kann. Das heißt, wir sind nicht gegen internationalen Handel, aber wir sind sehr deutlich gegen diese Ausprägung des Handels und sagen, die Verhandlungen müssen gestoppt werden. Und das nicht nur jetzt bei TTIP, sondern das betrifft im Prinzip auch CETA, weil dort das ist in vielen Bereichen deckungsgleich, existierte der Text ja auch schon. Da gibt es zwar jetzt demnächst die Übersetzung, da kann es noch kleine Änderungen geben in bestimmten Bereichen, aber im Wesentlichen kann man da schon sagen, es gibt auch dieses Klagerecht von Konzernen, ist dort zum Beispiel verankert. Ja, was versprechen sich denn die Lobbyisten oder die für TTIP sind eigentlich davon? Wirtschaftswachstum? Fragezeichen. Also ich würde sagen, dass auf alle Fälle man sehr deutlich sieht, dass halt eben die Wirtschaft mehr Einfluss hat. Einerseits durch die Drohung von Klagemöglichkeiten und auch über diese Regulationsmechanismen. Und das würde natürlich auch dazu führen, dass die Konkurrenz untereinander einen Druck zum Beispiel auf Löhne halt eben erzeugt. Das heißt, insgesamt von dem, was dort gehandelt wird, würde mehr halt eben bei den Konzernen hängen bleiben und bei den Arbeitern zum Beispiel weniger. Das heißt, für die Menschen selber würde das überhaupt keinen Vorteil haben, sondern die Gewinne, die dadurch zusätzlich erwirtschaftet werden, würden im Wesentlichen bei den Konzernen hängen bleiben. Das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Es gibt ja das NAFTA-Abkommen, also ein Handelsabkommen zwischen
der USA, Kanada und Mexiko, das jetzt schon seit 22 Jahren existiert, das genau solche Mechanismen auch schon hat. Und dort hat es genau dazu geführt, dass halt eben zum Beispiel die Kleinbauern in Mexiko halt eben, deren ihre Existenz halt eben zerstört worden ist, weil der Agrarbereich halt eben hochsubventioniert in den USA und wesentlich größer halt eben dort halt eben die Dumpingpreisen halt eben dort halt auf den Markt gekommen ist. Und in der Industrie ist es ähnlich, auch die Arbeitssituation in der USA hat sich dadurch verändert. Das heißt, es ist ein Druck auf die Löhne entstanden und das hat durchaus dazu geführt, dass auch die Löhne halt eben da halt eben abgenommen haben. Herr Süß, wissen Sie, wann es zur Unterschrift kommen soll oder was man bis dahin auch als Bürger oder eben als Vereinigung von ATTAC noch tun kann? Also die Frage von was Sie jetzt, also die TTIP ist ja noch nicht zu Ende verhandelt. Dort wird es noch vor der Sommerpause noch eine weitere Verhandlungsrunde geben. Und es ist jetzt nicht auszuschließen, dass danach halt eben zunächst mal diese Verhandlungen auch auf Eis gelegt werden. Und bei CETA wird angestrebt, das noch dieses Jahr halt eben zu ratifizieren. Aber auch da ist noch einiges offen. Dort gibt es zum Beispiel Bemühungen, dass dieses Abkommen vorläufig in Kraft tritt, bevor überhaupt halt eben nationale Parlamente entschieden haben. Was kann man noch tun bis dahin? Ja, wir haben ja zum Beispiel jetzt im 10.10. die große Demonstration in Berlin organisiert. Wir waren jetzt bei der Hannover Messe mit einer größeren Demonstration und wir planen momentan im großen Bündnis mit vielen Organisationen zusammen halt eben weitere Aktivitäten für den Herbst. Und da wird es sicherlich in den nächsten Wochen klare Vorstellungen geben, was wir alles an Aktionen tun können. Aber es gibt auch auf der anderen Seite halt eben die Möglichkeit, auf die Parlamentarier zuzugehen und sie aufzufordern, halt eben diese Abkommen halt eben nicht zu unterstützen und nicht zu unterschreiben. Da wird es auch einiges an Möglichkeiten geben, an Aktionen sich daran zu beteiligen.